Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift schon gelesen habt, geht es heute um ein Aufgebraucht-Video. Und ja, ich habe im Monat April wieder fleißig gesammelt und würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video. Und zwar haben wir hier einmal eine Box von Douglas hier voll. Und ja, als erstes habe ich hier von The Scottish Fine Soaps dieses Olat Bademilch aufgebraucht. Kommt hier in so einer schönen Glasflasche. Und das ist ein sehr intensiver Duft, sehr seifiger Duft, also auch sehr parfümiert. Und ja, also das ist, glaube ich, nicht für jeden was. Aber wer auch solche Düfte mag und ihr die Gelegenheit mal habt, schnuppert mal dran. Ich habe die hier bei TK Maxx gefunden und würde sie mir jederzeit wieder nachkaufen. Von DM habe ich mir mal so eine Profissimo Bärensorbet 3-Docht Duftglas hier mitgenommen. Und es roch so lecker und der Duft war so intensiv. Also ganz, ganz toller Duft und werde ich mir definitiv nochmal nachholen, wenn es noch gibt. Von Sios haben mein Freund und ich aufgebraucht hier dieses Fiber Flex Flexible Halt Haarspray. Es ist wirklich sehr, sehr stark. Der Duft, es ging, also es riecht halt nach Haarspray. Und wer aber starken Halt haben möchte, kann sich die mal anschauen. Aus der letzten Limited Edition von 8x4, Play Like a Cat, habe ich aufgebraucht. Ja, vom Duft her, es ging, aber wäre jetzt kein Produkt, was ich mir nochmal nachholen würde. Noch eins von 8x4, dieses Ocean Fresh. Ja, das war so ein aquatischer Duft, sehr intensiver Duft auch. Ist aber auch so ein Duft, wo ich sage, er hält sehr, sehr, sehr lange. Also die Deos allgemein von 8x4 halten wirklich sehr lange. Und, aber es ist halt nicht so das, was ich mir gerne wünschen würde. Noch ein 8x4 Deo. Ja, ich habe sie endlich mal aufgebraucht. Und zwar das Glam Up mit Red Berries, Mirabelle und Orange. Das roch schon besser. Sehr, sehr angenehmer Duft. Aber ist jetzt auch so eins, was ich mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen würde. Also da gibt es von 8x4 noch bessere. Bleiben wir bei den Deos. Und da habe ich noch von Axe das Body Spray for Her aufgebraucht. Dieses pinke hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, also der Duft ist ganz gut, aber nicht für jeden Tag. Also manchmal mag ich den echt gerne, manchmal denke ich mir nur so, nee, geht gar nicht. Deswegen ist das ein Produkt, was ich mir jetzt erstmal nicht mehr nachkaufen werde. Von Avène habe ich aufgebraucht die Augencreme für sensible Augen. Das ist diese hier, das ihr erkennen könnt. Das ist eine etwas festere Creme und die ist super gut. Man hat auch das Produkt echt restlos hier rausgebracht, was ich auch super finde. Und ja, sie tut meinen Augen sehr, sehr gut. Sie pflegt gut die Augenpartie, sie polstert dadurch auch so kleine Fältchen ein bisschen mit auf durch die Pflege. Sie reizt meine Augen nicht, sie macht die trockenen Stellen weg und deswegen finde ich die eigentlich super und werde ich mir definitiv nachkaufen. Ja. In meinem letzten Haul habe ich ja erzählt schon, dass ich nicht viele Bodylotions gerne aufbrauche. Und was ich aber sehr, sehr gerne aufgebraucht habe, ist hier von Nivea die Sensual Pflegelotion Kirschblüte und Jojobaöl. Die sieht so aus. Kriegt ihr auch aktuell noch beim DM. Und das ist ein ganz, ganz leckerer, typisch Nivea, aber mit Kirsche und also mit so einem leckeren Duft einfach und finde ich ganz, ganz toll und ja, ich mag die Nivea Body Lotions sehr, sehr gerne und werde sie mir deswegen auch nachkaufen. Kommen wir zu einer Body Lotion, die ich aussortieren werde und zwar ist es hier von Trekkle Moon, die Wild Cherry Magic. Da ist noch ungefähr so viel drinne, aber ich kann diesen Duft nicht mehr leiden. Ich mag das Gefühl von den Trekkle Moon Body Lotions nicht auf der Haut. Die Verpackung ist super ansprechend, sieht wirklich super, super schön aus. Der Duft
ist auch einigermaßen gut, aber nicht mit 500 Millilitern. Also ich nenne 500 Milliliter, 350 Milliliter sind hier bloß drin. Aber nichtsdestotrotz, ich mag einfach das Gefühl von denen auf der Haut nicht. Und ja, deswegen sortiere ich die jetzt aus. Ich möchte mich nicht weiter quälen, weil ich merke halt, wenn ich eine Bodylotion verwende, die ich nicht gerne mag, creme ich mich einfach nicht ein. Und ja, deswegen kommt die jetzt weg. Von Garnier Skin Active habe ich dieses beruhigende Gesichtswasser mit Rosenwasser aufgebraucht. Fand ich nicht gut. Ich habe gedacht, vielleicht wäre das mal eine Alternative zu dem Rosens Rosenwasser. Finde ich überhaupt nicht. Also wenn man sich das auf die Haut aufgibt, es ist so ein schmieriger Film irgendwie auf der Haut. Und nicht so wie bei dem Rosens Rosenwasser. Einfach so ein angenehmes, frisches Gefühl. Mochte ich daher nicht, habe ich aufgebraucht, einfach als Reinigungsmittel zur Vorreinigung, aber nicht als Gesichtswasser. Von Kratons Made in England Avocado and Almond Moisture Hand Cream habe ich aufgebraucht. Die roch richtig, richtig lecker nach Marzipan durch die Mandel, hat gut gepflegt durch die Avocado-Creme auch drin und ist ein echt gutes Produkt. Könnt ihr auch bei Kaufland gibt es die. Und ja, würde ich mir nachkaufen, aber ich habe genug Handcremes daheim. Von Isana habe ich ein Duschgel aufgebraucht, und zwar die Cremedusche Snow White. Ja, fand ich ganz gut vom Duft her. Es war so ein milchig-vanilliger Duft, ganz angenehm. Ja, aber da das eine Limited Edition war, kann man es nicht mehr nachkaufen. Von Colab Dry Shampoo Unicorn habe ich aufgebraucht. Das ist dieses hier in diesem süßen Design. Das kriegt ihr bei Müller. Colab finde ich vom Trockenshampoo her besser als Batiste. Deswegen würde ich mir das hier auf jeden Fall nachkaufen. Von 8x4 habe ich hier noch ein Deo in der Tüte. Und zwar Sing Like a Toucan, Bergamot, White Tea und Lily of the Valley. Keine Ahnung, was das für ein Duft sein soll. Und das ist einer meiner liebsten Düfte. Und den gibt es ja jetzt auch wieder. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Irgendwas, ich glaube, Dinosaurier oder so ist, glaube ich, jetzt drauf. Und finde ich richtig, richtig toll. Mag ich echt gerne und kommt auf jeden Fall wieder in meine Einkaufstasche. Noch ein Deo von Nivea auch. Das Deodorant Fresh Natural. Kommt hier in so einer Glasflasche daher. Und ja, das hat halt einfach diesen 100% Nivea-Duft, ist ganz angenehm. Mag ich doch einfach mal so auf dem Körper aufzutragen und ja, fand ich ganz toll und könnte ich mir vorstellen, auch nachzukaufen. Von Eucerin habe ich das Dermocapillar kopfhautberuhigendes Urea-Shampoo aufgebraucht. Ich habe ja sehr, sehr Probleme mit meiner Kopfhaut, und dass sie sehr, sehr trocken ist, auch juckt und ein bisschen schuppt. Und ja, da bin ich immer noch auf der Suche nach der ultimativen Pflege für mich. Momentan verwende ich von Head & Shoulders das sensible Anti-Schuppen-Shampoo. Ja, bis jetzt geht es eigentlich, aber ich werde es auf jeden Fall noch weiter testen. Das fand ich halt jetzt für den Winter ganz gut, weil die Urea halt einfach nochmal die Kopfhaut nochmal pflegt. Und ja, werde ich mir im nächsten Winter auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich noch ein paar Wattepads aufgebraucht. Und zwar habe ich hier einmal von Cien, also von der Lidl-Eigenmarke. Die wurden mir auch empfohlen, die Wattepads. Allerdings finde ich die überhaupt nicht gut. Also ganz im Ernst, ich gehe mir damit übers Gesicht und man merkt schon richtig, wie sich das Wattepad so auflöst und so hin und her schiebt. Wenn man das Wattepad anschaut, es fusselt. Die Fussel bleiben auch am Gesicht hängen. Fand ich überhaupt nicht gut. Habe ich aufgebracht, werde ich aber nicht mehr nachkaufen. Von Die Make-up habe ich hier diese Wattepads Kokon aufgebraucht. Die habe ich jetzt für meine Augen gekauft. Einfach aus dem Grund, weil meine Augen sehr, sehr empfindlich sind. Sie sind sehr, sehr schnell gereizt. Sie bekommen sehr, sehr schnell trockene Stellen, wenn man mit den falschen Produkten dran geht. Und ja, deswegen mag ich die sehr, sehr gerne. Die Kokon fand ich jetzt allerdings nicht ganz so gut. Sie sind super weich, das auf jeden Fall. Allerdings braucht man damit länger, die Mascara runterzubringen, was natürlich auch wieder mehr bedeutet, mehr Reiben. Und das reizt natürlich dann auch wieder ein bisschen, aber nicht so stark, wie wenn ich jetzt mit anderen Wattepads drangehen würde. Allerdings mag ich diese hier, diese
hört lieber. Die haben so eine Wabenstruktur, wie man das erkennen kann. Sie fusseln nicht, sie nehmen die Mascara besser runter und gründlicher runter und schneller runter vor allen Dingen. Und mag ich daher sehr, sehr gerne. Und von Ebelin habe ich hier die 80 Maxi Watt Pads mit dieser Faultier Edition. Die fand ich auch richtig gut. Also generell diese Maxi Watt Pads finde ich super. Also im Vergleich zu den kleinen Watt Pads von DM sind die wesentlich besser. Ich verwende die gerne für mein Gesichtswasser, zum Abschminken vom Gesicht. Ja, kann ich nichts sagen. Habe ich auch noch sehr, sehr viele Backups momentan von diesen Limited Editions da. Und mag ich sehr, sehr gerne. So, mir ist leider ein bisschen Creme ausgelaufen, aber generell habe ich hier einmal so eine Taschentücherbox wieder aufgebraucht. Verwende ich auch sehr, sehr gerne. Steht an jedem Nachtkästchen, steht im Wohnzimmer, steht hier bei mir am Schminktisch. Wird immer gebraucht. Meistens schmeiße ich die allerdings weg. Und auch aufgebraucht habe ich hier die Kosmetiktücher von DM. Ja, sind halt sehr, sehr dünne Tücher, stehen bei mir hier am Kosmetiktisch. Und verwende ich immer mal wieder, um kleine Patzer wegzumachen, um meinen Beautyblender auszudrücken. Und ja, braucht man einfach einmal im Monat so eine Box, brauche ich schon auf. Ja, ihr Lieben, das waren dann auch schon alle Produkte, die ich in dem Monat April aufgebraucht habe. Finde schon eine ganz schöne Menge. Ich habe auch versucht, endlich mal Produkte aufzubrauchen. Deswegen sind es auch gerade so viele Deos im Moment, weil bei vielen einfach nur noch so ein Rest drin ist und ich dann einfach wieder andere verwende. Aber jetzt schaue ich erstmal, dass ich ein bisschen aufbrauche und auch aussortiere an Produkten, was ich nicht mag. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und klickt hier unten auf den Abonnier-Button, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein möchtet. Und ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss! Von Garnier habe ich eine Maske aufgebraucht, und zwar die Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske mit, also für die fahle Haut. Und ja, sie hat sehr, sehr gut die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Ich fand sie sehr angenehm. Ja, jetzt so wirklich so Langzeitwirkung, glaube ich, muss man sie öfters verwenden. Aber so für das Maskenfeeling sehr, sehr angenehm, sehr, sehr gut und könnte ich mir vorstellen, nachzukaufen. Von Luvos habe ich hier eine Heilerde-Maske aufgebraucht, die Clean-Maske mit Edelsalbe-Extrakt und naturreiner Heilerde. Sieht so aus. Ich mag die Luvos-Masken sehr, sehr gerne. Sie reinigen gut die Haut, sie nehmen gut alte Hautschüppchen runter. Sie pflegen gleichzeitig die Haut, was ich echt klasse finde. Und ich glaube, die hatte ich mal in einer Box drin. Und ja, Luvos Heilerden, wie gesagt, mag ich sehr, sehr gerne und wird auf jeden Fall nachgekauft. Von TTZept habe ich hier so ein basisches Badesalz aufgebraucht. Das Detox Pure neutralisiert die Säuren auf der Haut. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich finde den Badespaß damit eigentlich ganz angenehm. Duftet ganz lecker, also sehr frisch, finde ich. Und ja, konnte ich mir aber vorstellen, auch nochmal nachzukaufen. Ist aber jetzt nicht so ein Produkt, was jetzt unbedingt bei mir im Fokus steht. Von Dresden Essence habe ich mir die süße Verführung aufgebraucht. Die ist mit Honigduft und es riecht so lecker, Leute. Also so ein ganz süßer, leckerer Honigduft. Und da habe ich mir noch ein paar Backups gesichert für 50 Cent beim Ausverkauf, weil die gibt es normal nur im Winter. Und ja, mag ich aber auch im Sommer genauso gerne.